Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Andrew, 18 Jahre alt, College-Student, ängstlich distanziert. Taylor, 22 Jahre alt, College-Student, eigensinnig und sensibel. John, 43 Jahre alt, College-Professor, rational und anmaßend. Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Taylor, Ort des Busunfalls. Oh, magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Was hat er denn überhaupt? Vielleicht nur eine Gehirnerschütterung. Halb so schlimm. Okay, Herr Lehrer. Oder doch lieber Herr Doktor? Warum rufst du nicht um Hilfe? Vielleicht hört dich ja jemand. Ich wäre jetzt sarkastisch. Habe ich schon versucht, aber klar. Hey Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst, kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Scheißteil, verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Daniel, 20 Jahre. College-Student. Fuck. Liebenswürdig. Wo ist mein Handy? Rechtfertigend. Angela, 48 Jahre. Erwachsener Student. Grob, verständnisvoll. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, du lebst. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut, ich komm schon zurecht. Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad annehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Hey Taylor, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Hm? Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real.
Flammen rundherum. Es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Stimmt nicht. Wenn wir bleiben, kommt früher oder später jemand hier lang. Was ist dein Problem? Alles gut, okay? Ich gehe einfach nicht gerne im Dunkeln spazieren. Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Vielleicht hat er sich ja am Kopf verletzt und irrt jetzt durch die Gegend. Gut, dann bleibt ihr halt hier. Ich gehe allein. Hey, Professor! Er ist Professor, oder? Oh, mein Kopf. Habe ich ihn jetzt in den Tod geschickt? Bleibst du hier? Ich will nicht allein warten. Er hat schon recht. Wir sollten zusammenbleiben. Ich habe auch kein Netz. Ist wohl ein Funkloch. Oder du hast die Rechnung nicht bezahlt. Hast du den vom Unfall? Ach, glaub schon. Oh je. Okay, dann damit nochmal herzlich willkommen zurück. Zeig ihm mal etwas mehr Respekt. Er denkt, er ist schlauer als wir, aber sein Wissen bringt uns hier nichts. Er ist so arrogant, als wäre das hier sein normaler Campus. Ja, was ich übrigens noch erwähnen wollte, am Ende der letzten Folge, also der ersten Folge, haben wir wieder eine Anspielung gesehen. Also gehe ich stark davon aus, dass es wohl insgesamt 4 Teile geben wird. Da könnten versteckte Informationen sein. Okay. Willkommen in durchgestrichen Hoffnung aufgegeben. Okay, meinten die das jetzt mit versteckten Informationen? Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Ich glaube nicht. Das solltet ihr beide kennen. Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr, lese ich. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Dein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Touché. Stehst du mir mal nicht im Weg rum? Lass mich doch mal gucken. So. Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Also, was jetzt? Wie schon gesagt, wir sollten beim Bus auf Hilfe warten. Ich mag Johns Plan mit der Stadt nicht. Wir hatten diese Diskussion doch schon beendet. Ganz offensichtlich nicht. Stimmen wir doch ab. Warum abstimmen? Der Plan steht doch. Du willst nur nicht verlieren. Es gibt keine Abstimmung. Sorry, aber können wir das vielleicht verschieben? Aber du bleibst doch bei mir, oder? Na, das ist ja die ganz große Liebe. Ja. Wenn du mir etwas sagen möchtest, dann los. John hat recht. In der Stadt werden wir am schnellsten Hilfe finden. Zufrieden? Klar.
Hast sicher recht. Versuch's mal mit Höflichkeit. Von Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Darauf muss ich ja wohl nicht antworten. Schluss jetzt. Deine Streitsucht braucht hier wirklich keiner. Das geht dich überhaupt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Bin mir immer noch nicht sicher, ob das mit der Stadt so klug ist. Ich warte lieber beim Bus, während ihr alle tut, was ihr nicht lassen könnt. Kommst du mit und wartest mit mir? Okay. Ich glaube immer noch, das Schlaueste wäre, wir blieben zusammen. Du wirst noch froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, wenn wir dich mit unserem Taxi retten. Also, ich wäre auch dafür, zusammen zu bleiben, Leute. Aber scheinbar wollten meine Reaktionen das nicht. Nein. Wir sind zurück. Oh. Was ist hier los? Irgendjemand will uns wohl verarschen. Schau an, erst verliert er sein Gesicht, dann die Orientierung. Was meinst du damit? Dass du verrückt bist. Unmöglich. Hey, ich weiß nicht, was du uns beweisen willst, aber wir haben Besseres zu tun. Daniel! Hey, Vorsicht! Pass auf! Lass den Scheiß und sag mir, was hier abgeht! Wir gehen jetzt zusammen. Langsam wird es echt lächerlich. Vergib mir. Schön groß von Silent Hill. Oder war es der Nebel? Was? Ich bin doch weggelaufen! Ich flippe aus! Wir sitzen fest! Ich verstehe das nicht! Sie hat recht. Wir sind echt von euch weggelaufen. Wieso sind wir dann wieder hier? Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, okay, ich komme. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Na, glaubt ihr mir jetzt? Ich hab's euch doch schon gesagt! Wir sitzen fest! Wir kommen hier nicht weg! Okay, machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Oh. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich hör wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Warum ist der Ton so seltsam? Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Wir schaffen das. Zusammen finden wir hier raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar nicht klar denken. Ich hätte den Sport auswählen können. Warum? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts,
in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Hm. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erst mal zusammenbleiben. Woher kommt denn der Fleck? Weiß auch nicht. Ist wohl beim Busunfall passiert. Okay, bleibt nah bei Daniel. Folge John in Richtung Stadt. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... Naja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Ah, mit Shift kann man ein bisschen schneller laufen. Daddy ist eine süße Katze. Aber ich soll ja nah bei denen bleiben, ne? Ich soll mich jetzt nicht davon ablenken lassen. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es da Freibier. Was passiert denn, wenn ich der Katze nachgehe? Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Angela hat uns durchschaut. Das merkt man. Müssen wir das jetzt ausdiskutieren? Haben wir heute nicht andere, größere Probleme als das? Das ist wichtig. Für mich jedenfalls. Ich sag's dir. Angela weiß von uns. Sie weiß es. Worüber habt ihr geredet? Sie hat herumgeschnüffelt, so wie immer. Was genau hast du ihr vorhin erzählt? Ganz ruhig. Hab nichts verraten. Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Nicht mehr lange. Versprochen. Kann ich irgendwas tun, um dir zu zeigen, dass ich der Richtige bin? Zeig mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dass du für mich da bist. Holen wir die anderen ein. Und lass mich nicht verrecken. Stehen wir hier nur rum oder gehen wir rein? Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest? Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschicht. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Nicht für mich. Auf Besuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Little Hope wirkt fast wie eine Geisterstadt.
Und der Nebel? Alles ändert sich. Auch wenn wir uns nicht ändern. Warum sind Sie noch hier? Ja, wenn dieser Ort so ausgestorben ist. Was tun Sie denn hier? Ich komme und gehe. Wie es halt so ist. Jedenfalls kann ich nichts tun. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Na, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Du reißt dich wohl nie von dem los. Na und? Wenigstens such ich einen Ausweg. Was machst Nur du? Nur eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Nein, ich hab's mir schon gedacht. Verdammt. Benutze R zum Zielen, drücke RT auf Ziel. Also ich denke mal, ich soll da wohl rein, so. Okay, etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Jetzt Triple 20. Hey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. So, wer bin ich denn? Ich bin Ea. Durchsuche die Bar. Was haben wir denn hier? Ein Telefon. Mist! Was natürlich kaputt ist, oder wie auch immer. War mir irgendwie klar. Kann ich da nach draußen schauen, damit ich hier gleich so eine Herzattacke kriege oder sowas? Draußen ist ja offensichtlich irgendjemand oder irgendetwas unterwegs. Da hinten ist noch was. Versammlung bestimmt für Ausgliederung. Hallo? Ich erinnere mich. Neue Runde der Zwangsvollstreckung für die Stadt zu Ende. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Katie Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu bestimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Ravenden Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbleibenden Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckung bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen, was Little Hope praktisch menschenleer zurücklassen wird. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig. Diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Okay, also das meinte er dann mit rausgehen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. 6. Juni 1917. Oh, mitten im Ersten Weltkrieg. Das glaube ich nicht. Die sehen uns so ähnlich. Ja. Okay. Ich hatte ja schon so die... den Verdacht, ob die eventuell vielleicht doch tot sind oder so, aber das sieht mir jetzt ein bisschen seltsam aus. Interessante Geschichte. Interessieren sich Ihre Kinder für Astrologie, Kiya oder Geister?
Referent Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zu Delinquenz und Satanismus führen können. Was für ein Quatsch. Okay. Ja, ich öffne mal die Tür. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich sterben. Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel.